Moin Moin und zurück zu What Remains of Edith Finch. Ich bin ja immer noch ein bisschen geflasht von der Sequenz beim letzten Mal. Wir haben ja tatsächlich durch einen Geheimgang das Zimmer von Molly gefunden oder konnten jetzt in das Zimmer von Molly rein und haben diese total abstrakte Sequenz mit ihr durchlebt. Ein Traum, in dem sie immer als immer größeres Tier erschienen ist und irgendwie die ganze Zeit nur am Fressen war. Und das Tagebuch von Molly hat damit geendet, dass sie in ihrem Bett liegt und weiß, dass die Kreatur, die eigentlich eben noch sie war, jetzt kommen wird, sobald sie wieder einschläft, um sie zu essen. Und ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher. Das spielt sich alles gerade noch so ein bisschen im Kopf durch. Wir wissen, ihre Mutter hat sie jetzt ohne Essen ins Bett geschickt. Sie sagt, sie war am Verhungern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da noch irgendwas war und ob das jetzt ein Traum war, ob das so eine Widerspiegelung war vom Verhungern oder ob es doch mit Vergiftungserscheinungen zu tun hat. Ich werde mir jetzt erstmal das Regal hier anschauen. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ist das jetzt irgendwie so eine Nachbaute nochmal? Weil eigentlich haben wir ja hier oben nochmal das... den Käfig. Ah, stimmt. Nee, das ist kein neuer... Ich wollte nämlich gerade sagen... I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Boah, das macht jetzt natürlich auch wieder Freude. Ist das jetzt einfach nur vom Gefühl her so gemeint oder könnte die wirklich noch irgendwo sein und uns beobachten? Vielleicht so der... die Seele von Molly oder irgendwas in der Art. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die alle noch irgendwie mit dem Haus verwurzelt sind. Aber man sieht auf jeden Fall ganz deutlich, dass die Zimmer auch alle noch diese Eigenheit haben. Also jedes Zimmer ist tatsächlich, spiegelt so ein bisschen den Charakter des Kindes wieder, das da drin gewohnt hat. Genau, und ich dachte im letzten Part, das wäre ein Geheimgang, aber wir sind tatsächlich aus dem Raum gekommen. Ich komme aber hier nicht mehr zurück. Okay, ich kann hier auch nicht raus. Das heißt, wir müssen eigentlich durchs Fenster. Hier geht's auch nicht. Okay. Dann wird das vermutlich der nächste Weg sein. Ich mag auch so Stulpen haben, die sind cool. Boah, und direkt wieder dieses Rauschen von den Bäumen und die Musik, die einfach wieder so ein bisschen geheimnisvoller wird. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. So, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ich weiß jetzt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Über die Vergangenheit sprechen und der Katze den Namen Molly geben. Ich muss noch mal ins Menü gucken. Ah, stimmt. Ja, doch, klar. Die hat der adoptierten Katze den Namen von Molly gegeben. Was aber hier auch wieder deutlich wird, ist der Gegensatz zwischen der Großmutter, die an der Vergangenheit festhält und die auch relativ viel außerhalb des Begreifbaren scheinbar glaubt, und die Mutter, die bei beidem das komplette Gegenteil ist. Auch hier wieder, ich sehe nicht ganz, was dieses Wrack ist. Und jetzt sind wir hier, genau. Können durch die oberen Fenster zum Kamin schauen. Aber es ist auch überall unsichtbare Wände und Linien. Ich kann auf jeden Fall, mir kann also nichts passieren. Ja, aber ich denke, wir können hier in den nächsten Raum. Puh. Das ist der Raum, wir erinnern uns, wo wir als Katze... I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Ich wollte gerade sagen, wo wir als Katze die Eltern gesehen haben, aber... die Geräusche machen mich... ein bisschen... ich weiß nicht, wo es herkommt.
Aber ich dachte eigentlich, wir hätten als Molly in Katzengestalt hier die Eltern gesehen, aber das ist eigentlich Edis Raum. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Ach, das sind dann vermutlich jetzt auch die, die wir anhaben, die langen Handschuhe. Vermutlich kommt das Geräusch von den Käfigen, die hier im Wind ein bisschen... Zurpi, 1992, 95. Die hatten ein Fable dafür, dass dann alles mit Ja... Zurpi, Furpi, Durpi, Bob. Toll. Bob, du warst wahrscheinlich ziemlich außergewöhnlich. Die mochte Vögel. Die hatte ein Fable für Vögel und komische Namen. Shrine Sketchers. Mole Man Beneath the Finch House. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch House. My mom was furious. Kann ich mir vorstellen, wenn so jemand sowas erzählt. Die hat das dann wahrscheinlich für Altersdemenz oder irgendwas gehalten, aber wer weiß, weil Edie scheint da echt mehr zu wissen. Da ist auf jeden Fall mehr und Edie scheint daran geglaubt zu haben. Molly, Barbara, Walter, das sind die ganzen Handabdrücke. Ihr kennt das vielleicht aus der Kindheit. Wir hatten das auch im Kindergarten als solche Handabdrücke. Wow, was für eine geniale Nähmaschine. Die hat doch diese Deckchen gemacht. Mit Louis-Decke, die aber noch nicht fertig ist. Ich bin noch ein bisschen überlegen, ob das alles von der Zeitspanne her so zusammenpasst. Kann ich hier wieder reingucken? Das scheint die Rückseite zu sein. Ich kann hier nicht durchs Guckloch schauen. Her room is like a museum. Zu hoch für mich. Odin, das war der Finch, der das Haus quasi gebaut hat. Odin! 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Oh je, das scheint sich wirklich durch die ganze Familie zu ziehen. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Aber dran gedacht, dass das an dem Haus liegt, hat er nicht. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Ist halt auch eine gewagte Reise, mit einem Haus übers Meer zu schippern. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Also war Molly wirklich das erste Kind von Edie und Sven. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Das ist doch die Statue, die wir als Molly in Katzenform gesehen haben, oben auf diesem Cliff, oder? His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Oh, okay. Komme ich hier irgendwie raus? Mit S, okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Das macht jetzt aber nicht gerade Mut, wenn wir dran denken, dass eigentlich alle Kinder hier irgendwann gestorben sind. Ich meine, noch ist Edie da, aber die Frage ist, wie lange? Es könnten so Tablettenschachteln sein, ja. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Auch hier ziemlich viele Schmerztabletten, oder? Scheinbar. Und immer diese Gasdinger.
Ich denke mal, dass die dann irgendwie nicht genügend Luft bekommen hat oder irgendwie sowas. Ich kenne die Teile ehrlich gesagt nur aus dem Krankenhaus, aber auch nicht so, wie die jetzt hier aussehen. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Oh. Ah, das ist der Drache, den wir am Fluss auch gesehen haben. Dragon Kills Finch. Was macht ihr denn aber auch für Sachen, Leute? Was macht ihr denn? Sven, das war sein Bauherr. Und das ist diese... Ja, ja, die haben diese Drachenrutsche erfunden. Die, oh, das ist aber eigentlich schon genial, ne? Die geht durch den... um den Baum rum. Warum auch immer die hier ein Foto haben von ihm, wie diese Rutsche zerbricht und er runterfällt. Wie makaber ist das denn? Oh, die Zwerge. Klingt aber auf jeden Fall cooler. Ich wurde von einem Drachen getötet. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edith Junior Lake Trip, das ist dann wohl ein Video über... über uns quasi. My Friend Bigfoot, das war das Film mit Barbara. Edith Interview, die hat also auch ein Interview gegeben. Conspiracy Now, oh mein Gott, okay. Ihr habt nette Hobbys. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. 72-year-old woman refuses to evacuate because of a little forest fire. Ja, brennt ja nur ein bisschen. Hauptsache man hat warm. Oder so. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Das sind die Porträts, die sie dann wahrscheinlich gemalt hat von den Kindern. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Das lässt mich jetzt in Gedanken fassen, dass Edie das vermutlich gesehen hat, wenn der eine Woche vor dem Weggang der Familie gestorben ist, sie aber schon angefangen hatte, das Porträt als Denkmal zu machen. Great Grandma had always been the family's biggest fan. Und hier ist auch das Zimmer, durch den wir den Geheimgang gefunden hatten. Ist das unser Haus? Ist das das Haus von den Finchs? Es sieht ja aber erstmal nicht so aus, ne? Es sieht schon ein bisschen anders aus, oder? Es war mal so. Oder ich interpretiere da jetzt einfach viel zu viel rein. Ach du Scheiße. Ja, okay. Jetzt sind wir nämlich in diesem... Das wird jetzt vermutlich ganz bitter. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Aber das war doch das, was wir gesehen haben, als wir in das Zimmer geguckt haben von dem Einjährigen, der gestorben ist, oder? Noch mehr Tabletten? Das kennt man auch von Wohnungen älterer Leute, dass man da irgendwie versucht, da ein bisschen was zur Hilfe bereitzustellen. Es gibt ja da mittlerweile Vorrichtungen für zum Baden. There's a secret in this bathroom. Bei Sven und Edie Finch? Ich weiß noch nicht, ob ich... Ich komme aber jetzt hier auch nicht mehr raus. Ich wollte eigentlich erstmal durch die Tür. There's a secret in this bathroom. Das ist Sven und das sind die beiden Kinder. Ich weiß es nicht mehr. Colvin war der eine. It's in the last place you would look.
It isn't in the cupboard. Oh, ist das aber süß gemacht. It's hidden in this book. Wow, ist das geil gemacht. Ich will hier eigentlich noch gar nicht rein. Nee. Ich würde super gerne die Tür hinter mir nehmen erstmal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da noch raus kann. Das würde ich jetzt gerne probieren, bevor ich hier den Rest mache. Nee, okay, kann ich nicht gut. Ich hätte jetzt ungern was verpasst, ganz ehrlich. Das muss man auch erstmal so hinkriegen, diese Räume, diese Zwischenräume zu haben. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ja, und der hat dann diese ganzen Bilder gemacht. Mit einer Augenklappe? Ja, da sind die noch aufgehängt zum Trocknen und so, wie man das kennt. Calvin Finch. Oh Mann. Auch im gleichen Jahr? Ja, das war, glaube ich, der ganz Kleine, ne? Eine Schaukel. Oh Mann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, worauf das rausläuft. Barbara Finch. Warum hat er die Grabsteine fotografiert? Und die Schaukel, immer wieder die Schaukel. Milton. Milton hat hier auch wieder was hingemalt, und zwar diese Schaukel. Alkohol. Ja, jetzt sind wir nämlich in einem zweigeteilten Zimmer von den beiden. Boah, die Musik wieder. Explore the Universe. Space the Final Frontier. Fort Calvin. Boah, aber ist schon geil, die Zimmer, oder? Ich hätte das als Kind total cool gefunden, so ein Zimmer zu haben. Da gehen auch überall irgendwelche Kabel hin. Warum auch immer hier abgesperrt ist. Ja, aber vermutlich hat der sich dann eben das Zimmer mit dem Bruder geteilt und der ist relativ früh gestorben. Wobei, ich bin als immer ein bisschen verwirrt. Ich kann mir Zahlen nicht so gut merken. Und ich dachte jetzt eigentlich, Calvin ist ja eben der, der in dem gleichen Jahr gestorben ist, als er geboren war. Aber dann hätte man hier nicht so ein Bett. Oder man hat die halt alle irgendwie schon. Aber es macht auch keinen Sinn, das vorher alles festzulegen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oder so ähnlich. Der eine war dann wirklich so ein bisschen... Da ist wieder diese Schaukel. Und da sitzt ein Astronaut drauf. Vielleicht hat Calvin versucht, immer höher und immer höher zu kommen, wie man das ja als Kind gern gemacht hat. Und ist dann irgendwie über die Klippe gefallen oder sowas? Odin Finch Nationalpark. Das sind die beiden Jungs. Ja, der eine ist dann wirklich ganz früh gestorben. Join and fight. Ist der andere dann zur Army gegangen? Das sind auch diese wieder mit den Jahreszahlen und dann zu gucken, wie groß die sind. Ja, und wir sehen, Calvin ist eigentlich gar nicht viel gewachsen. Der ist ja dann relativ früh gestorben. Und Sam ist ein bisschen älter geworden. Ich muss nochmal nachgucken jetzt. Ah nee, dann habe ich das falsch gelesen. 11, 1950 bis 1961. Sam ist auf alle Fälle älter geworden. 1950 bis 83. Ich denke mir, das passt dann. Der ist dann irgendwann einfach zur Armee gegangen. Boah, wenn der hier drin gelebt hat, noch in seiner ganzen Teenie-Zeit und dann dieses... Immer diese Erinnerung vom toten Bruder hier mit im Zimmer. I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Wollen wir ins Command Center? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Auch da müssen wir uns wieder klein machen, um überhaupt durchzukommen. Und auch hier sehen wir wieder das Porträt von Edie, die Calvin Denkmal gesetzt hat. Es sieht auch genau aus wie in so einem
Der hat sich hier versucht, sein eigenes Raumschiff zu bauen. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Jetzt sind wir scheinbar Calvin und wir sitzen auf dieser besagten Schaukel. Ich kann mich nicht wirklich umgucken. Oh, aber ich sehe, wir haben uns tatsächlich den Fuß gebrochen oder sowas. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Ja, so hatte ich mir das fast gedacht. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Oh nee, ich hab's mir schon gedacht. Wollen wir dann eigentlich höher? Wollen wir das? Boah. I told him going around was impossible. Ja, so wie man das früher halt gemacht hat, ne? Maybe if I hadn't said that. Mach dir keine Vorwürfe, ey. I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made it to 94. And he did. Ooh. Das fand ich fast noch ein bisschen schlimmer als die Szene mit Molly. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Heftig, das ist heftig. Ich habe mich jetzt auch gar nicht groß getraut, irgendwie zu sprechen, muss ich ehrlich sagen. Weil man hat so ein bisschen, man hat dadurch, dass er eben diese Leidenschaft hat für... Kann man das nochmal machen? Kann ich hier nochmal rein? After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ja klar, weil die zusammen gewohnt haben, dann konnte man nicht einfach die Tür hier zumachen. Sondern sie musste das abgrenzen. Aber warum? Ja, weil man hat sich eben schon fast gedacht, worauf das so ein bisschen rausläuft bei ihm. Und es ist so eine Szene, zumindest das Grundgerüst kommt einem ja bekannt vor. Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Man hat es ja als Kind auch versucht zu schaukeln und immer höher als der andere und immer höher. Und man hat sich auch immer gefragt, oh, kann man das denn machen, dass man da eine Umdrehung schafft und all diese Sachen. Und das dann gemischt mit Calvin, der einfach immer raus wollte und immer höher wollte, dann versucht hat zu fliegen und... das ist halt schon eine echt tragische Geschichte und ich muss sagen, die haut auch ein bisschen mehr rein als jetzt die Geschichte mit Molly. Und die hat vermutlich eben auch Sam richtig getroffen, wie man es jetzt in der Sequenz auch gehört hat. Der gibt sich so ein bisschen die Schuld damit, dass er eben Calvin gereizt hat und hat gemeint, ja, schaffst du das denn? Schaffst du das denn? Mit der Umdrehung. Aber gleichzeitig hat das eigentlich auch so ein bisschen wieder relativiert, weil Calvin wollte eigentlich immer fliegen. Der wollte so hoch hinaus, wie es geht und ja, das hat er versucht. Boah. Heftig. Heftig, muss ich sagen. Also, lässt mich jetzt doch ein bisschen nachdenklich zurück, die Story. Okay, aber ich würde sagen, die nächsten Zimmer, was auch immer uns hier noch erwartet, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dann.